Samos. Klares Wasser, Sonneninsel, in Sichtweite die Türkei. Und für sie die Hölle auf Erden. Hier hausen derzeit mehr als 7500 Flüchtlinge, festgehalten auf der Insel. Wer Glück hat, bekommt bei Ankunft einen Schlafsack. Sie werden inzwischen einfach in den Wald geschickt, zimmern sich selbst einen Schlafplatz. Das offizielle Lager ist längst hoffnungslos überfüllt. Und hier treffen wir immer wieder Kinder und Jugendliche, die ganz auf sich allein gestellt sind. So wie Nassim aus Afghanistan. Er zeigt uns seine Behausung. Ich habe keine eigene Hütte. Ein Freund lässt mich hier schlafen. Hier auf dem Boden schlafe ich. Nachts ist es sehr kalt. Die Ratten fressen unsere Decken und unser Essen auf. Eigentlich dürfe Nassim gar nicht hier sein, sagt er. Er ist nach eigenen Angaben erst 15 Jahre alt. Er müsste somit in einem geschützten Bereich für unbegleitete Minderjährige wohnen. Nassim aber sei von den Behörden gar nicht als 15, sondern als 18 Jahre alt registriert worden. Ich habe mit ihnen gesprochen, habe zum Übersetzer gesagt, warum habt ihr mich als 18 registriert? Ich bin doch 15. Ihr habt mein Leben kaputt gemacht. Er hat gesagt, ist doch nicht so schlimm. Er glaubt an einen Übersetzungsfehler, will ihn dann im Lager korrigieren lassen. Sie haben da nur meine Handflächen angeguckt und gesagt, nein, du siehst nicht aus wie 15. Ich hatte da noch meinen Impfausweis gezeigt, aber den haben sie nicht akzeptiert. Sie haben mir nicht geglaubt. Daraufhin habe ich versucht, mich umzubringen. Sie haben mich dann 3 Wochen nach Athen in die Psychiatrie geschickt. Dann wurde ich hierher zurückgeholt. Diagnose: schwere Depression. Wäre er als Minderjähriger registriert gewesen, hätte er wohl auf dem Festland weiter behandelt werden können. Alles nur ein bedauerliches Missverständnis? Asylbewerber werden sofort nach Ankunft von griechischer Polizei und der EU-Behörde Frontex registriert. Alter und Nationalität werden aufgeschrieben. Eigentlich genau so, wie der Asylbewerber es angibt. Bestehen Zweifel, muss durch mehrstufige medizinische Tests das genaue Alter bestimmt werden. So die Theorie. Doch viele Jugendliche berichten uns, sie seien einfach als deutlich älter registriert worden. Solche Geschichten hört auch Lena Papiraki regelmäßig. Sie arbeitet für eine griechische Wohlfahrtsorganisation in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ist deren gesetzlicher Vormund. Die Kinder erzählen uns, dass sie ihr Alter angegeben haben. Dann werde etwas aufgeschrieben und die Kinder beschweren sich, dass das nicht stimmt. Daraufhin werde ihnen gesagt, doch, das ist jetzt so. Vor einigen Monaten hat auch er das Camp auf Samos besucht, Bill van Esfeld von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Das Ergebnis seiner Recherche? Es steckt ein System dahinter. Niemand scheint herausfinden zu wollen, wer wirklich ein Kind ist. Es wird einfach willkürlich irgendein Alter aufgeschrieben. Laut Gesetz muss man den Minderjährigen zusätzliche Rechte eingestehen. Es ist nicht so, dass sie ins Ritz-Carlton geschickt werden. Aber es scheint, als wolle die Polizei selbst diesen kleinen Bonus nicht ernst nehmen. Dieser kleine Bonus heißt: bessere Chancen, die Insel zu verlassen, ein Recht auf Familienzusammenführung mit Verwandten im Ausland und ein Recht auf einen sicheren Schlafplatz innerhalb des Lagers. Was es heißt, wenn es all das nicht gibt, mussten diese beiden Mädchen am eigenen Leib erfahren. Auch sie wurden als Erwachsene registriert. Mithilfe engagierter Anwälte sind sie nun nachträglich als minderjährig anerkannt. Zu ihrem eigenen Schutz wollen sie anonym bleiben. Ich sollte die Papiere unterschreiben, aber ich habe ihnen erklärt, das ist nicht das, was ich ihnen gesagt habe. Das ist nicht mein Alter. Ich kann nichts unterschreiben, was nicht stimmt. Sie erklärten, wenn ich nicht unterschreibe, würden sie mich bestrafen und misshandeln. Ich hatte meine Geburtsurkunde dabei, die wollte ich ihnen geben. Doch es hieß nur, verschwinde und stör uns nicht. Danach seien sie als vermeintlich Erwachsene schutzlos in den Wald geschickt worden. Ja. Es gab dann jemanden, der wollte mir helfen. Der hat mir Schutz angeboten. Doch dann sollte ich mich für ihn prostituieren. Er hat mir Gewalt angetan. Er hat mich mehrfach vergewaltigt. Ich bin allein. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich wollte doch nur ein bisschen Schutz. Das Leben hier ist schlimm, so schlimm. La vie au camp, c'est mal.
Die EU-Agentur Frontex führt die Registrierung der Flüchtlinge gemeinsam mit der griechischen Polizei durch. Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Eine Antwort bekommen wir schriftlich. Solche Fälle seien Ihnen nicht bekannt. Wegen der Vielzahl der Asylanträge könne es aber vereinzelt zu unbeabsichtigten Fehlern kommen. Sie sind daran beteiligt, tragen dafür die Verantwortung. Es ist ein Rechtsbruch und es passiert immer wieder, obwohl es so viele Beschwerden gibt. Es ändert sich nichts. Ja, Frontex ist mitverantwortlich. Der zuständige griechische Migrationsminister verspricht im Interview Abhilfe. Wir werden in den kommenden Wochen klare Standards einführen für medizinische Untersuchungen, um genau festzustellen, wer minderjährig ist und wer nicht. Darüber hinaus müssen die Ressourcen für Minderjährige besser verteilt werden. Versprechen, die es schon lange gibt. Momentan gilt, wer einmal als erwachsen registriert ist, hat es schwer, das rückgängig zu machen. Die Betroffenen hängen auf der Insel fest.